Hallo, mein Name ist Norbert Wache. Ich stehe hier vor dem Ruhrkongresszentrum Bochum. Ich wollte mich heute am 2. Februar 2022 impfen lassen. Ich hatte zuvor eine Einladung vom Jobcenter zur Universitätsstraße 66 bekommen. War um 15.45 Uhr da, sollte bis 16 Uhr geöffnet sein. Impfzentrum war zu. Ich bin hier hingefahren und habe angenommen, dass genauso wie im letzten Jahr hier auch ohne Termin geimpft wurde, zumal hier überhaupt nichts los ist, und wurde abgewiesen worden. Ich bin hier sogar vom Platz oder vom Gelände verwiesen worden. Der Schutzmann in so einem grauen T-Shirt hat sogar angeblich die Polizei gerufen. Da warte ich jetzt schon seit einer halben Stunde drauf. Und ich werde mir das nicht gefallen lassen. Ich zeige es nochmal. In der Minute hat sich hier nichts getan. Es steht hier niemand. Es kommt hier niemand. Und wenn man sich impfen lassen möchte, wird man abgewiesen. Was ist das für eine Scheiße? Auf Deutsch gesagt. Schlichtweg Scheiße. Ja?